Ja, wir haben das Signal zum Anfang bekommen. Herzlich willkommen zur, hier steht es ja auch, 7. Hans-Bonnet-Vorlesung. Ich bin bei solchen Zahlen immer sehr schlecht, aber erinnere mich, dass wir 2015 mit einem Vortrag von Chris Ehr angefangen hatten. Und Hans Bonnet ist eben, jetzt muss ich, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich mit Zahlen schlecht bin, 1887 in Hirschberg geboren und 1972 in Bonn gestorben, hatte hier den Bonner ägyptischen Lehrstuhl von 1928 bis 1955. Dabei fragt sich natürlich, warum ist jemand wie Hans Bonnet als Identifikationsfigur von uns gewählt, wo wir doch eben diese etwas längere Ägyptologie-Geschichte mit Alfred Wiedemann haben. Das hat vielleicht aus meiner Sicht zwei Gründe. Zum einen eben eine besondere Persönlichkeit, die schillernd dadurch ist, dass Bonnet gerade jede Art zu schillern zu vermeiden versucht hat, was eben unter anderem eben gleichsam eine negative Evidenz dadurch hat, dass wir von ihm kein einziges Bild kennen. Das ist ja eben für diese Generation seltsam und ungewöhnlich und zeugt für eine gewisse auch Selbstzurücknahme. Der zweite, eng damit verbunden ist, dass wir mit der Hans-Bonnet-Vorlesung die Beschäftigung mit ägyptischer Religion, die ja ein Kernpunkt von Ägyptologie ist, stärken wollen, weil mein Eindruck ein bisschen der ist, dass die religionswissenschaftliche Beschäftigung mit ägyptischer Religion vielleicht generationenbedingt gerade wieder eher im Abschwung ist. Und da wollen wir so ein bisschen ein Gegengewicht bauen. Hans Bonnet war eben ein herausragender Ägyptologe in dieser ganzen Breite des Fachs. Also der hat handfeste Archäologie betrieben, ein frühdynastisches Gräberfeld aus Abusir veröffentlicht, sehr dicker Band, und sich objektkundlichen Themen gewidmet, so zu den ägyptischen Waffen geschrieben und zur ägyptischen Tracht geschrieben, aber sein Kernpunkt war eben die ägyptische Religion, und da hat er eben substanzielle Artikel geschrieben, eben unter anderem zu dem sogenannten Synkretismus, für den er, vielleicht können Sie mich da korrigieren, ich glaube, das Wort der Einwohnung geprägt hat, dass eben ein Gott in dem anderen einwohnt. Ich glaube, das ist ein Wort, was ich für ein Bonnet-Wort halte. Dann hat er eben zu diesem Typus des gerechten Schweigers geschrieben, dieses Germa'a, und da scheint es mir so, als wäre davon relativ viel Selbstbildlichkeit eingeflossen, so wie er das verstanden hat. Und dann kommt eben als Hauptwerk eben sein Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, ein Titel, der sehr trocken klingt, aber eben im Zeitgeist eben der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts steht, wo eben lauter Reallexika geschrieben wurden. Was weiß ich, das Reallexikon der Vorgeschichte eben, in dem ja auch sehr viele Ägyptologen mitgearbeitet haben. Und dieses Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, das ist für mich so eine Art Mallarmé'schen Buches. Und mit Mallarmé'schem Buch meine ich, dass man eben von jeder Seite zu jeder Seite eben Verbindungen ziehen kann. Es ist eben einerseits wirklich ein Lexikon, das solide Arbeit eben zu lauter einzelnen Artikeln liest, aber als, ich verstehe das immer, auch da können Sie mich gerne korrigieren, als so eine Art nicht-narrativer ägyptischer Religionsgeschichte, wo eben der Leser in der interpretativen Mitarbeit beliebig selbst seine Wege eben finden und suchen kann, sich auch eben verirren kann, das gehört ja beim Lesen wahrscheinlich zum Schönsten, dass man eigentlich nach dem einen sucht und was ganz anderes findet. Die Artikel sind, da sie ganz, ganz überwiegend, das sind etwas über 600 Artikel und um die 590 hat Bonnet selber verfasst,
sind eben in der Tat aus mehr oder weniger einer Vorstellung herausgeschrieben. Das ist also das, was dieses Werk eben praktisch aus meiner Sicht zumindest noch über den Aspekt Lexikon heraus eben zu dieser Sonderform dieser eben vielfältig durchwanderbaren ägyptischen Religionsgeschichte macht. Zur politischen Person Bonnet wäre zu sagen, dass er, sind aus meiner Sicht zwei Punkte charakteristisch. Zum einen ein konservativer Zug, das ist der vielleicht, man soll ja auch über die nicht überragenden Seiten sprechen, er ist 1928 dieser Deutschen Nationalen Volkspartei eben beigetreten. Ich werde gleich noch eine Episode, damit werde ich dann die Bonnet-Vorstellung schließen, erzählen, die das Ganze wieder positiviert. Und dann war er sehr stark selber christlich in dieser Brüdergemeinde engagiert, war da eben auch Nachfolger als Presbyter von Karl Barth. Also da waren ganz starke Beziehungen seine christliche Prägung hat, glaube ich, auch seine Beschäftigung mit ägyptischer Religionsgeschichte sehr stark geprägt, zum Guten und natürlich auch zum Problematischen. Aber ich denke eben, Religionswissenschaft kann man nicht aus wirklich neutraler Perspektive schreiben und soll das vielleicht sogar auch gar nicht versuchen. Ja, und dann kommt eben der politische Clou, dass Hans Bonnet eben 1938 ein Geburtstagstelegramm an Kaiser Wilhelm geschrieben hat im niederländischen Exil. Und das klingt ja gruselig. Wie kann man eben so verbohrt konservativ sein, dass man eben 1938 an den Kaiser ein Geburtstagstelegramm schickt? Aber eben, das wurde mir erst deutlich, als das eben vermerkt war und es dafür eben den Dienstverweis von der Bonner Universität gab und 1938 eben ein Telegramm an den Kaiser zu richten, hieß natürlich den aktuellen Führer ja, in Frage zu stellen und zu problematisieren. Und das Interessante ist, dass das in der Tat eben, das kann man an dem Verweis erkennen, auch wirklich so gelesen ist. Also soll heißen, diese konservative Haltung Bonnets, die mag bestanden haben, aber eben tatsächlich dieser humanistische Konservatismus, der eben auch dazu geführt hat, das wissen wir dann von Georg Steindorf, dass er in der Pogromnacht eben jüdische Kollegen, Freunde eben unterstützt hat. Also Bonnet als Fall dieser wirklichen inneren Emigration, für das eben aus meiner Sicht eben tatsächlich dieses Geburtstagstelegramm in seiner scheinbaren Abstrusität eben gerade ein besonders starker Zeuge ist. Ja, zu Hans Bonnet dachte ich, es ist nötig, etwas mehr zu erzählen, während zu unserem heutigen Referenten Jan Assmann eigentlich weniger Vorstellung mir nötig scheint. Ich will eine Geschichte erzählen, die ich als Ohrenzeuge erlebt hatte, wo sich mehrere Leute über sie unterhalten haben. Und da kam der eine mit dem Vorschlag, ja, der ist ein Theologe. Sagt der andere, nee, der ist ein Ägyptologe. Worauf ein Dritter sagt, ja, Ägyptologie macht er auch, der ist Kulturwissenschaftler. Und so ging das hin und her und ging ziemlich lange. Ich fand diese Diskussion ziemlich witzig eigentlich. Ich hoffe, dass Sie die sogar auch sich an der im Kern eben freuen können, weil das eben wirklich tatsächlich ausdrückte, dass jeder aus jedem mehr oder weniger Fachgebiet sie für sich vereinnahmen wollte. Das war, das war die Geschichte und was dazu, glaube ich, auch passt, dass sie ja am Anfang eigentlich im und nach dem Studium eigentlich sehr handfest ägyptologisch, philologisch gearbeitet haben, was ja in eindrücklichen Publikationen gemündet hat von diesen liturgischen Liedern an den Sonnengott, noch in den 1960er Jahren, also Ende der 1960er Jahre, bis hin eben zu
den ägyptischen Hymnen und Gebeten. Das ist von, wann war das, 75? 75. Ja, und praktisch, ich glaube, die Wurzeln liegen natürlich sehr viel tiefer, aber dass sie eigentlich diese Verbindung zwischen, sagen wir, harter Ägyptologie und vor allem eben harter ägyptischer Philologie und weicherer Kulturwissenschaft immer wieder gesucht und gefunden haben. Und in einem gewissen Sinn wird der heutige Vortrag wieder stärker ägyptologisch sein, aber genau diese beiden Seiten, scheint mir eben wirklich für Sie charakteristisch, dass immer das eine nicht ohne das andere zu haben ist. Und in dem Sinn würde ich Sie jetzt bitten, mit dem Vortrag zu starten. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Sehr herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Morenz, für die Einführung, für die Einladung. Ich komme hier immer sehr gerne her und vor allen Dingen, weil ich mich hier so willkommen fühle und bin auch ganz einverstanden mit dem Bild, das Sie da von mir gezeichnet haben. Also ein bisschen harte Philologie, ohne die es nicht geht, und weiche Kulturwissenschaft. Also die harte Philologie, das bezieht sich auf diese Hymnen, mit denen ich promoviert habe. Und das geht zurück auf ein Semester in Paris bei Georges Poussenaire. Und das war harte Philologie. Da haben wir die Lehre des Ani gelesen, die damals noch nicht von Herrn Quack so wunderbar ediert war. Und wir haben sie nach dem Faksimile von Mariette, von diesem Papyrus Bulak, also auf Hieratisch gelesen. Und Poussenaire sagte mir mal so beiläufig, merkwürdig, also noch niemand hat in der Ägyptologie sich mit Hymnen beschäftigt. Und da dachte ich mir, ja, diese Lücke sollte ich füllen. Und so ist es dann zu meinem Lebensthema geworden. Und wenn man sich mit Hymnen beschäftigt, beschäftigt man sich natürlich auch mit Theologie, mit Religionswissenschaft, mit Monotheismus, Entstehungsgeschichte des Monotheismus und all das bis hin zu Spinoza und Pantheismus, bis hin zu Goethe und Lessing und so weiter. Das ist alles ein Zusammenhang, der sich mir gewissermaßen aufgedrängt hat. Wie ist es mit der Lautstärke? Wenn ich so rede, ist das genug oder soll ich hier dieses Sechem-Zepter, ja, ist das jetzt besser? Ja, gut, dann machen wir das mit Zepter. Also heute geht es über Religion und Lebensführung, das große Thema von Max Weber im alten Ägypten. Und näher hin geht es über das, was wir die persönliche Frömmigkeit nennen. Also für uns Heutige hat Religion in erster Linie mit Lebensführung zu tun. Sie vermittelt die Werte und Normen, die uns zu gegenseitiger Achtung und Hilfe verpflichten und gibt uns die Hoffnung, dass unser Dasein einen Sinn hat. Im alten Ägypten scheint das aber ganz anders gewesen zu sein. Die Texte, die sich in Ägypten zum Thema Lebensführung namhaft machen lassen, gehören hier nicht zur religiösen, sondern zur profanen Literatur. Die Regeln der rechten Lebensführung bilden das Thema der Weisheitsliteratur mit ihren beiden Hauptgattungen der Lebenslehren und Klagen und stellen den Höhepunkt dessen dar, was in Ägypten als schöne Literatur galt. Die Regeln, nach denen sich die Menschen richten sollen, um ein gutes Leben zu führen, wurden hier nicht von Gott offenbart,
sondern bilden eine höchst weltliche Affäre zwischen Vätern und Söhnen. Vätern, die sie ihrerseits von den Vorfahren übernommen haben, und Söhnen, die sie nicht nur beherzigen, sondern um eigene Erfahrung angereichert, ihren Nachkommen weitergeben sollten. Mit Religion hat das nur insoweit zu tun, als die Götter eine Art Fernhorizont des Lebens darstellten, der immer mit berücksichtigt werden muss bei allem irdischen Streben, aber sie sind nicht unmittelbar eingebunden in die Fragen der rechten Lebensführung. Das Prinzip der rechten Lebensführung, also der Moral, ist zwar in einer Göttin verkörpert, der Göttin Maat, aber das macht aus der Moral noch lange keinen Gottesdienst. Maat ist eine eher blasse Personifikation. Wir umschreiben ihren Namen mit Begriffen wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Ordnung. Ordnung ist freilich ein unpassender Begriff und sollte lieber durch Gelingen und Beständigkeit ersetzt werden. Denn die Ägypter dachten sich die Welt als Prozess und wichtiger als der Raum war ihnen die Zeit. In dieser Hinsicht ist Maat das Prinzip der moralischen Zeit. Die moralische Konstruktion der Zeit basiert auf einer Form der Kausalität, in der alle Taten Folgen haben, dergestalt, dass das Gute gelingt und Bestand hat und das Böse scheitert und vergeht. Die Lehre für Merikare nennt das mit einem Ausdruck aus der Zimmermannssprache die Verfugung allen Handelns. Da heißt es, ein Schlag wird mit einem Gleichen vergolten. Das ist die Verfugung allen Handelns. Also das greift so wie Nut und Feder, nicht, ineinander. In Ägypten hat die Zeit zwei Aspekte, Zeit als Bewegung und Zeit als Dauer. In der moralischen Bewegungszeit entscheidet sich Gelingen und Scheitern, in der moralischen Dauerzeit Bestand und Vergehen. Diese beiden Aspekte der Zeit sind zwei Göttern heilig. Zu Re, dem Sonnengott, gehört Necher, die Bewegungszeit, und zu Osiris gehört Jet, die Dauerzeit. Diese Zuständigkeit tritt im Laufe der ägyptischen Religionsgeschichte immer deutlicher hervor. Bei Re in seiner Rolle als Richter in der Sonnenwerke, der die Taten überwacht und über Gelingen und Scheitern entscheidet, und bei Osiris in seiner Rolle als Vorsitzender im Totengericht, wo das Leben in der Rückschau nach Bestand oder Vergehen beurteilt wird. Mit dem Zerfall des Alten Reichs zu Ende des dritten Jahrtausends vor Christus, der vertrauten politischen Ordnung, schien der vermittelnde Raum zwischen Göttern und Menschen zusammengebrochen und die Maat aus der Welt verschwunden. Die Götter bzw. der für alles verantwortliche Schöpfer und Sonnengott griffen aber nicht hilfreich ein, um sich der Menschen anzunehmen. Wie konnte der Schöpfer, der doch als Herrscher für diese Welt verantwortlich war, das Böse geschehen lassen und der Gewalt nicht entgegentreten, die sich nach dem Zerfall von Recht und Gerechtigkeit unter den Menschen ausgebreitet hatte? Diese Frage wird vor allem in drei Texten des Mittleren Reiches, also von 2000 bis 1750 vor Christus behandelt, den Mahnworten des Ipuwer oder die sogenannten Admonitions, der Lehre für Merikare und dem Sargtext Nummer 1130. Der erste Text wirft einem Du, worunter ich den Sonnengott als Schöpfer und Erhalter der Welt verstehen möchte, vor, sich nicht über das auf Erden herrschende Unrecht und die mörderische Gewalt der Starken über die Schwachen empören zu können und diesem Treiben untätig zuzusehen. Da lesen wir, es gibt keinen Lotsen zu ihrer Stunde. Wo ist er heute? Schläft er etwa?
Man kann seine Macht nicht erkennen. Als wir in Trauer versetzt worden waren, konnte ich dich nicht finden. Man konnte dich nicht anrufen, da du frei von Zorn bist darüber. Und das bedeutet Leiden verursachen. Dieser sogenannte Vorwurf an Gott gehört zu den erstaunlichsten Texten, die uns aus dem alten Ägypten erhalten sind. Nicht, weil die Menschen aufhörten, an Gott zu glauben, heißt das doch, sondern weil Gott aufhörte, sich für die Menschen zu interessieren und über das von und an ihnen begangene Unrecht in Zorn zu geraten, brachen in der sozialen Welt die Ordnung der Gerechtigkeit zusammen. Diesem Vorwurf scheint der berühmte Schlusshymnus der Lehre für Merikare zu widersprechen. Er preist die Güte Gottes, der die Welt für seine Herde, die Menschen, eingerichtet hat, damit sie darin leben können, und der sie als Sonne täglich umkreist, um für seine Geschöpfe zu sorgen und ihre Bitten zu hören. Wenn er Mord und Totschlag zuließ, ja selbst zugeschlagen hat, dann nur, um dem Unrecht zu steuern. Da heißt es, wohlversorgt sind die Menschen, das Kleinvieh Gottes. Ihnen zuliebe schuf er Himmel und Erde. Die Gier des Wassers bezwang er und die Luft schuf er, damit sie leben können. Seine Ebenbilder sind sie, hervorgegangen aus seinem Leibe. Ihnen zuliebe geht er am Himmel auf. Für sie erschuf er die Kräuter, Vieh, Vögel und Fische, um sie zu ernähren. Wenn er seine Feinde tötete und gegen seine Kinder vorging, dann nur, weil sie auf Rebellion sannen. Ihnen zuliebe lässt er es Licht werden. Um sie zu sehen, unternimmt er seine Fahrt. Er errichtete sich eine Kapelle hinter ihnen. Wenn sie weinen, hört er. Er schuf ihnen geborene Herrscher, also Herrscher im Ei, wie es in dem Text heißt, und Machthaber, um den Rücken des Schwachen zu stärken. Er schuf ihnen Zauber als Waffe, um den Arm des Geschehenden abzuwehren. Wachend über sie Tag und Nacht. Die Krummherzigen unter ihnen hat er getötet, wie ein Mann seinen Sohn um seines Bruders willen erschlägt. Gott kennt jeden Namen. Dieser Text zeichnet ein anthropozentrisches Welt- und Gottesbild. Die ganze Schöpfung, das ganze Werk ihrer täglichen Bewegung und Erhaltung ist für die Menschen gedacht. In denkbar starkem Gegensatz zu dem herkömmlichen Weltbild, in dem die Menschen von den Göttern aus gesehen genauso am Rande stehen wie die Götter für die Menschen. Hier hat sich offensichtlich etwas Grundlegendes geändert. Man denkt an die Hymnen der Amarna-Zeit, in denen ja auch ständig davon die Rede ist, dass alles für sie geschieht. Wobei hier aber neben den Menschen auch alle anderen Lebewesen gemeint sind. Für sie geht Aton auf und unter, für sie leuchtet er und lässt wachsen. Dabei gibt es aber einen wichtigen Unterschied zu beachten. In den Hymnen der Amarna-Zeit fehlt jede moralische Dimension. Die Sonne scheint nun einmal über Gut und Böse. Auf diesen Unterschied aber kommt es dem Merikare-Hymnus vor allem an. Gott kennt jeden Namen. Offensichtlich bekommen wir hier eine Wurzel der persönlichen Frömmigkeit zu fassen, zu der gerade die Amarna-Theologie in schärfstem Gegensatz steht. Für Merikare erscheint Gott nicht als eine alles belebende kosmische Energie, sondern als guter Hirte, der seine Geschöpfe nicht nur mit den Gaben der Natur versorgt, damit sie zu essen haben, sondern auch strafend eingreift, wenn sie Unrecht tun, der ihnen nahe ist, wenn sie klagen, der den Staat mit seinen Organen erschafft, um dem Recht des Stärkeren zu wehren
und die Schwachen zu stärken und der ihnen den Zauber gibt, um sich gegen die Widerfahrnisse des Schicksals zu wehren. Damit sind wir nicht mehr weit entfernt von dem Papyrus Kairo 58038 mit Hymnen an Amun-Re, der schon teilweise auf einer Statuette aus der 17. Dynastie vorkommt und vielleicht ebenfalls noch aus dem Mittleren Reich stammt. Da heißt es, der das Flehen hört, dessen, der in Bedrängnis ist, wohlgeneigten Herzens gegenüber dem, der zu ihm ruft, der den Furchtsamen errettet aus der Hand des Gewalttätigen und richtet zwischen dem Armen und dem Reichen, der Herr der Erkenntnis, auf dessen Lippen das Schöpferwort ist. Noch weiter geht ein dritter Text, der sich geradezu als Antwort auf den Vorwurf an Gott verstehen lässt. Denn hier ist es der Schöpfer und Sonnengott selbst, der spricht. Das ist dieser Sargtext, 1130. Rede dessen mit verborgenem Namen. Also dieser Text stammt aus dem sogenannten Zwei-Wege-Buch. Also in nähere Einzelheiten will ich hier nicht gehen, aber das muss man wissen. Da geht es nämlich um die Fahrt des Sonnengottes durch die Unterwelt, also auch um die Wege durch die Unterwelt. Rede dessen mit verborgenem Namen, des Allherrn, der zu den Besänftigern des Unwetters bei der Fahrt des Hofstaats spricht. Ich habe viermal Vollkommenes geschaffen im Inneren des Portals des Horizontes. Ich habe die vier Winde geschaffen, sodass jedermann in seiner Gegend atmen kann. Das ist eine Sache davon. Ich habe die große Flut geschaffen, über die der Geringe wie der Große verfügen. Das ist eine Sache davon. Ich habe jeden Menschen wie seinen Nächsten geschaffen. Ich habe verboten, dass sie Isfeld, also Unrecht, verüben. Sondern ihre Herzen waren es, die zerbrochen haben, was ich sagte. Das ist eine Sache davon. Ich habe es so eingerichtet, dass ihre Herzen den Westen nicht vergessen werden, damit den Gaugöttern Gottesopfer dargebracht werden. Das ist eine Sache davon. Ich habe die Götter aus meinem Schweiß entstehen lassen, die Menschen aber aus den Tränen meines Auges. Das ist das berühmte Wortspiel, Remetsch, Mensch und Remit, Träne. Ich strahle, indem ich täglich erblickt werde in dieser Würde des Allherrn, während ich die Nacht erschaffen habe für den Mütherzigen, also Osiris. Ich werde wahrhaftig in meiner Barke dahinfahren, denn ich bin der Herr der Fluten beim Durchfahren des Himmels. Ich werde nicht zurückgewiesen werden wegen irgendeines meiner Glieder. Hur und Hekka, das ist also das Schöpferwort und der Zauber, werfe für mich jenen mit üblem Wesen nieder. Das ist also dieser Apophis-Drachen, ja, der Feind, der sich dem Sonnengott entgegenstellt. Damit ich den Horizont erblicke und mich in ihm niederlasse, auf das ich zwischen Schwachen und Starken richte und den Übeltätern Gleiches mit Gleichem vergelte. Mir gehört das Leben, denn ich bin sein Herr. Das Waas-Zepter, also das Zepter der Herrschaft, kann mir nicht aus der Hand genommen werden. Die beiden Vorwürfe, auf die der Allherr Neb-er-Djer mit dieser Verteidigungsrede antwortet, lassen sich rekonstruieren als: Wie konnte der Schöpfer dem Unrecht in seiner Schöpfung Raum geben? Und warum schreitet er nicht dagegen ein? Dem ersten Vorwurf fällt der Schöpfer entgegen, dass er die Natur so geschaffen hat, dass jeder an ihren lebensspendenden Gaben, Luft und Wasser, gleichen Anteil hat. Auch die Menschen hat er gleich geschaffen, an jeden wie seinen Nächsten, und hat ihnen das Wissen um den Tod, den Westen, ins Herz gegeben, sodass sie fromm und gottesfürchtig sind. Er hat verboten, dass sie Unrecht tun sollten,
worunter in diesem Zusammenhang nur die Entstehung von Ungleichheit und die Gewalt der Starken und Reichen über die Armen und Schwachen gemeint sein kann. Den zweiten Vorwurf weist der Schöpfer von sich. Er ist kein Deus Otiosus, der seine Schöpfung sich selbst überlässt und sich in Himmelsfernen zurückzieht. Unablässig wollte er den Himmel überqueren und so, wie er den kosmischen Feind abwehrt, auch auf Erden Recht und Gerechtigkeit durchsetzen und den Schwachen aus der Hand des Starken retten. Das geht also alles gegen das sogenannte Recht des Stärkeren. Dieser Text, der spätestens zu Anfang des Mittleren Reiches im 20. oder 19. Jahrhundert vor Christus entstanden sein muss, macht es doch sehr plausibel, dass wir in dieser Betonung des göttlichen Richtertums eine Reaktion auf die Krise erkennen dürfen, die mit dem Zusammenbruch des Alten Reichs entstanden ist. Für unsere Frage nach der Beziehung zwischen Religion und Lebensführung bedeutet das, dass der Mensch jetzt sein Leben unter dem fürsorglichen, aber auch kritischen Blick Gottes führt. Durch die Erfahrung, dass auf den Staat kein absoluter Verlass ist, sind Gott und Menschen sich einen Schritt näher gekommen. Genau das Gleiche gilt nun auch für die andere Dimension der moralischen Zeit, die Dauer und Beständigkeit. Für das Ziel eines gelingenden und über den Tod hinaus beständigen Lebens gibt es im Ägyptischen ein Wort, das schon im Alten Reich eine zentrale Rolle spielt: Imachi. Wer ein gutes Leben geführt hat, stirbt als Imachi, das heißt als ein Grabherr, dessen Andenken in der Nachwelt lebendig bleibt und der auch als Toter weiterhin zu der Gemeinschaft gehört, die in Ägypten immer die Lebenden und die Toten umfasst. So heißt es in einer typischen Grabinschrift des Alten Reichs: Ich habe Gutes gesagt und Gutes wiederholt. Ich habe Ma'at gesagt und Ma'at getan. Ich gab Brot dem Hungrigen und Kleider dem Nackten. Ich habe meinen Vater geehrt und wurde von meiner Mutter geliebt. Ich habe niemals etwas Schlechtes, Böses oder Boshaftes gesagt gegen irgendjemand, denn ich wollte, dass es mir gut ginge und dass ich ein Imachi sei, bei Gott und bei den Menschen für immer. Das Ideal des Imachi setzt den Staat voraus, der für die Grabbauten sorgt und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in dem der Mensch nach dem Tode fortdauern möchte. Durch die Erfahrung des Zusammenbruchs genau dieser Instanzen kommt es nun aber zur Entstehung einer neuen Idee, der Idee des Totengerichts, eines göttlichen Tribunals, vor dem sich jeder Mensch nach dem Tode verantworten muss und das über Dauer, Fortdauer oder Vergehen entscheidet. Es ist nun alles andere als ein Zufall, dass es gerade die Lehre für Merikare ist, die uns die früheste und klarste Auskunft über diese neue Konstruktion der moralischen Zeit im Zeichen der Dauer gibt. Dieselbe Lehre, der wird die entsprechende Auskunft über den Sonnengott und die moralische Zeit im Zeichen der Bewegung verdanken. Da heißt es also über das Totengericht: Die Richter, die den Bedrängten richten, du weißt, dass sie nicht milde sind an jenem Tag des Richtens des Bedrückten, in der Stunde des Erfüllens der Vorschrift. Schlimm ist er, der als ein Wissender anklagt. Vertraue nicht auf die Länge der Jahre. Sie sehen die Lebenszeit, Ahau, ägyptisch, als eine Stunde an. Wenn der Mensch übrig bleibt nach dem Landen, also nach dem Tod, werden ihm seine Taten als Summe, auch Ahau, vorgelegt. Das Dortsein aber ist ewig, Nerech. Ein Tor, wer tut, was sie tagen. Wer zu ihnen gelangt ohne Übertretung, der wird dort sein als ein Gott, freischreitend wie die Herren der Ewigkeit. Also dieses Nerech.
Der Abschnitt ist in drei kurze Strophen gegliedert. Zu 5, 4 und 5 Versen. Die erste Strophe handelt vom Gericht, seiner Strenge und seiner Allwissenheit. Die mittlere Strophe führt das Thema Zeit ein. Der Mensch soll sich bewusst sein, einmal vor einem jenseitigen Richter Rechenschaft ablegen zu müssen für seine Handlungen. So wie seine ganze Lebenszeit zu einer Stunde, der Stunde des Gerichts, werden alle seine Handlungen zu einer Summe zusammengezogen. Die Wörter Lebenszeit und Summe lauten im Ägyptischen gleich und bilden ein Wortspiel. Die dritte Strophe stellt dem Thema der endlichen, auf eine Stunde reduzierbaren Lebenszeit die Ewigkeit im Jenseits gegenüber, die den im Totengericht Freigesprochenen als einen unsterblichen Gott erwartet. Unter den Aspekten des Gerichts und der Ewigkeit erscheint die Lebenszeit als eine Bewährungsfrist, in der sich sein Schicksal in Richtung Ende oder Ewigkeit entscheidet, je nachdem, ob es ihm gelingt, in seiner Lebensführung den Tadel der Totenrichter zu vermeiden. Worauf es ankommt, ist, mit der Lebenszeit sorgfältig und verantwortungsvoll umzugehen. Ein gewisser Baki zitiert die Anfangsworte in dem Text seiner Grabstele aus der frühen 18. Dynastie, aus dem die Bedeutung besonders klar hervorgeht, die die Idee des Totengerichts für die Lebensführung des Einzelnen gewonnen hat. Da heißt es: Ich bin ein wahrhaft Gerechter, frei von Verfehlungen, der Gott in sein Herz gegeben hat und kundig ist seiner Macht. Ich bin gekommen zur Stadt in der Ewigkeit, nachdem ich das Gute getan habe auf Erden. Ich habe nicht gefrevelt und bin ohne Tadel. Mein Name wurde nicht erfragt wegen eines Vergehens, ebenso wenig als wegen eines Unrechts. Ich frohlocke beim Sagen der Mara, denn ich weiß, dass sie wertvoll, ach, ist, für den, der sie tut auf Erden, von der Geburt bis zum Landen, zum Sterben. Ein trefflicher Schutzwall ist sie für den, der sie sagt. An jenem Tage, wenn er gelangt zum, jetzt kommt das Zitat aus Merikari, zum Gerichtshof, der den Bedrängten richtet und den Charakter aufdeckt, den Sünder bestraft und seinen Bar abschneidet. Ich existierte ohne Tadel, sodass es keine Anklage gegen mich und keine Sünde von mir gibt vor ihnen, sodass ich gerechtfertigt hervorgehe, indem ich gelobt bin inmitten der Grabversorgten, also Imachnu, die zu ihrem Kar gegangen sind. Ich bin ein Edler, der über die Maat glücklich ist, der den Gesetzen der Halle der beiden Maat nacheiferte, denn ich plante, ins Totenreich zu gelangen, ohne dass mein Name mit einer Gemeinheit verbunden wäre, ohne den Menschen Böses angetan zu haben oder etwas, das ihre Götter tadeln. Ja, das braucht man auch nicht. Mit den Gesetzen der Halle der beiden Maat bezieht sich Baki auf das 125. Kapitel des Totenbuchs, in dem ähnlich wie in der Tora das Gebotene und Verbotene im Sinne eines Kodex der Rechtfertigung ausbuchstabiert ist. Während aber die Gebote der Tora sich als ein Kodex der Rechtfertigung auf das Volk Israel und sein diesseitiges Fortbestehen als Gottesvolk im Gottesbund beziehen, also was sie tun müssen, damit sie in diesem Gottesbund bleiben und im Lande, im gelobten Land, beziehen sich die Normen des Totengerichts auf den Einzelnen und seine jenseitige Unsterblichkeit als ein Gott, freischreitend wie die Herren der Ewigkeit. Was hier in rund 80 Sünden ausbuchstabiert ist, sind Handlungssünden, nicht töten, quälen, rauben, stehlen und so weiter, kommunikative Sünden, nicht schreien, schimpfen, verleumden, lästern und so weiter und Herzenssünden,
Denn das ägyptische Wort für Habgier wird mit dem Wort für Herz gebildet. Awen-ib. Nicht begehren, was einem nicht zukommt. Nach wie vor kommt es darauf an, sich in seiner Lebensführung bei Gott und Menschen angenehm zu machen. Jetzt aber, im Blick auf das Totengericht, wird klar, wer der Gott ist, der das Urteil der Menschen im Totengericht bestätigen und ratifizieren muss. Es ist nicht mehr der tote König in seiner Pyramide, sondern Osiris als Vorsitzender des jenseitigen Tribunals. Es sind aber nach wie vor die Regeln der Maat, also die von Generation zu Generation weitergegebene Weisheit der Vorfahren, die auf Erfahrung und nicht auf Offenbarung beruht. Der Gott tritt in Ägypten nicht als Gesetzgeber, sondern nur als Richter auf und richtet nach denselben Maßstäben, die auch die Menschen anwenden. Es sind die gleichen Tugenden, die den Lebenden zu Erfolg und Anerkennung und den Toten im Totengericht zur Rechtfertigung verhelfen. So heißt es im Totenbuch: Seht, ich bin zu euch gekommen ohne ein Unrecht, ohne einen Feind, ohne einen Frevel, ohne etwas Böses. Da ist kein Zeugnis gegen mich, da ist keiner, gegen den ich mich vergangen hätte. Denn ich lebe von der Maat, ich ernähre mich von der Maat. Ich habe getan, was die Menschen sagen und womit die Götter zufrieden sind. Ich habe Gott zufriedengestellt mit dem, was er liebt. Ich gab den Hungrigen Brot, Wasser dem Dürstenden, Kleider dem Nackten, eine Fähre dem Schifflosen. Gottes Opfer brachte ich den Göttern, Totenopfer den Verklärten dar. So rettet mich, so schützet mich. Macht keine Anzeige gegen mich beim großen Gott. Ich bin einer mit reinem Mund und reinen Händen. Das Ergebnis dieser Rechtfertigung aber ist die Aufnahme in die Götterwelt, die Herren der Ewigkeit. Der gerechtfertigte Tote geht freischreitend wie die Herren der Ewigkeit in das ägyptische Elysium, das Binsengefilde, ein, wo man den Göttern nahe mit Nahrung versorgt und für immer vom Tod erlöst ist. Das ist nur etwas ganz anderes als der Status des Imachi in der Nekropole. Halten wir den Stand unserer Überlegung kurz fest, bevor wir ins Neue Reich und die Spätzeit weitergehen. Die Grundstruktur der ägyptischen Welt sieht so aus, dass das Königtum für die Maat auf Erden unter den Menschen zuständig ist und die Götter die Maat im Kosmos verwirklichen. Zwei Ideen sind es, die den Staat transzendieren und Götter und Menschen einander näher bringen. Das Richtertum des Sonnengottes, der den Schwachen vor dem Starken rettet, und das Totengericht, das im Hinblick auf das geführte Leben über Fortbestand im Elysium oder Vergehen entscheidet. Beide Ideen, so meine These, reagieren auf die Erfahrung der Verwundbarkeit des Staates in der ersten Zwischenzeit. Und beide Ideen entfalten sich und gewinnen kanonische Geltung im Mittleren Reich, als das Königtum in allem Glanz wiederhergestellt war und seine Göttlichkeit in zahllosen Texten gefeiert wurde. Darüber siehe Elke Blumenthal. Ja. Zwei der berühmtesten Texte des Mittleren Reichs handeln nun auch von einer ganz persönlichen Beziehung zwischen Gott und Mensch, in denen bereits so etwas wie persönliche Frömmigkeit anklingt. Die Erzählung des Schiffbrüchigen und die Autobiografie des Sinur. In der Erzählung des Schiffbrüchigen begegnet der auf einer Insel gestrandete, dem schlanggestaltigen Gott dieser Insel, und dieser eröffnet ihm, dass kein anderer als Gott, der Gott oder ein Gott, ihn auf diese Insel gebracht hat. In der Biografie des Sinur betet der ins Ausland Geflohene zu dem Gott, wer es auch sei, Netscher Neb,
der diese Flucht bestimmt hat und bittet ihn um Heimkehr. Diesen Text hat Elke Blumenthal als einen Fall von persönlicher Frömmigkeit gedeutet. In beiden Fällen also wird den Helden dieser Erzählung klar gemacht, dass ihr Leben göttlicher Führung untersteht. Es sind aber Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Denn sie finden im Ausland statt, wohin das Mittlertum des Königs nicht reicht. In Ägypten gilt die nur vom König überschreitbare Grenze zwischen Göttern und Menschen. Also der ganze Zwischenraum zwischen den Menschen und den Göttern ist erfüllt vom Königtum, vom Mittlertum des Königs. Im Neuen Reich, und zwar speziell in Theben, kommt es nun zu einer zweiten Ausnahme, die die Struktur der ägyptischen Religion und speziell der moralischen Zeit grundlegend verändern wird. Jetzt ist es der Gott, der die Grenzen der gewohnten Gottesferne überschreitet, indem er an seinen großen Festen aus seinem Tempel heraustritt und den Menschen seiner Stadt in Prozession erscheint. Bei dieser Gelegenheit werden Lieder angestimmt, die wie der Text einer Bach-Kantate beginnen. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert. In der Ausnahmezeit des Festes kommen Himmel und Erde wieder zusammen. In der 18. Dynastie scheint nun in Theben die Sitte aufgekommen zu sein, dem Gott, der in Prozession durch die Stadt zieht, Ostraka mit kurzen Gebetstexten auf den Weg zu legen. Da liest man zum Beispiel: Ich habe dich in mein Herz gegeben, weil du stark bist, du Beschützer, Nechu, siehe, ich habe keine Angst mehr. Diese Formel, sich Gott ins Herz zu geben, die auch schon Baki verwendete, ist so etwas wie das Leitfossil der persönlichen Frömmigkeit, die man daher als Gottesbeherzigung bezeichnen kann. Um die Bedeutung dieser Wende recht einschätzen zu können, muss man wissen, dass es für den gewöhnlichen Menschen in Ägypten völlig ausgeschlossen war, in einen Tempel zu gehen und die Gottheit im Kultbild zu schauen. So wie unser einer ins Münster gehen kann, die Tür ist offen und er kann sich daran umsehen, er kann die Bilder, das Kruzifix betrachten, anbeten. Das ist in Ägypten völlig anders, da kommt man nicht rein in den Tempel. Der Tempel war profanen strikt verschlossen. Das Prozessionsfest war die einzige Gelegenheit, Gott zu schauen und ihm nahe zu kommen. Als unter Echnaton die Götterfeste abgeschafft wurden, war den Menschen auch diese Kontaktmöglichkeit genommen. Darüber klagt ein Gebet, das unter Semench Kare, dem Nachfolger Echnatons, in einem thebanischen Grab aufgezeichnet wurde, als an einem versteckten Ort. Ich lese nur den Anfang. Mein Herz trachtet danach, dich zu sehen, Herr der Perseabäume, wenn dein Hals Blumenkränze empfängt, also wenn du in der Festprozession ausziehst. Du gibst Sättigung ohne zu essen, du gibst Trunkenheit ohne zu trinken. Mein Herz wünscht dich zu sehen, Freude meines Herzens. Amun, du Kämpfer des Armen, du bist der Vater des Mutterlosen, der Gatte der Witwe. Wie lieblich ist es, deinen Namen zu nennen. Er ist wie der Geschmack des Lebens, er ist wie der Geschmack von Brot für ein Kind, wie ein Gewand für den Nackten, wie der Duft eines Blütenzweiges zur Zeit der Sommerhitze. Und dann, nach einem gewissen Abstand, wende dich uns wieder zu, du Herr der Ewigkeit. Du warst hier, als noch nichts entstanden war. Und du wirst hier sein, wenn sie, gemeint sind offenbar die Amarna-Herrscher, zu Ende sind. Du lässest mich Finsternis sehen, die du gibst. Leuchte mir, dass ich dich sehe. Oh, wie gut ist es, dir zu folgen, Amun, der Herr,
groß zu finden für den, der ihn sucht. Vertreibe die Furcht, gib's Freude in das Herz der Menschen. Wie freut sich das Gesicht, das dich schaut, Ammon. Es ist im Fest Tag für Tag. Finden ist das Stichwort für die Erfahrung einer rettenden Intervention Gottes. Vergleiche etwa aus anderen Texten, möge Ammon gefunden werden, wie er kommt, die süße Brise ihm voraus. Oder ich fand den Herrn der Götter, wie er im Nordwind gekommen war, die süße Brise ihm voraus. Oder ich fand sie, gekommen mit süßer Brise. Meine Stimme lief um im südlichen Heliopolis. Ich fand Ammon, wie er kam, da ich ihn rief. Das ist aus dem Gedicht von der Kadesh-Schlacht. Echnaton hatte nicht nur die Feste abgeschafft und damit den Menschen die Möglichkeit genommen, von Zeit zu Zeit ihren Stadtgöttern zu begegnen und sich mit kleinen Gebeten an sie zu wenden. Er hat auch die Kategorie der moralischen Zeit abgeschafft. Sein Sonnengott verlor alle richterlichen Züge und war für die Menschen nur noch kosmische Energie und Lebensquelle. Und Osiris, Totengericht und Elysium gab es in seinem Weltbild überhaupt nicht mehr. Das alles wurde nach dem Tod Echnatons mit einer Wucht restituiert, die einer grundlegenden Wende gleichkam. In den Sonnenhymnen treten die richtenden und rettenden Aspekte des Gottes ins Zentrum. Osiris, Totengericht, Unterwelt und Elysium beherrschen nun textlich und ikonografisch die Grabdekoration. Vor allem aber wird aus der thebanischen Festsitte die Bewegung der persönlichen Frömmigkeit, die alle sozialen Schichten vom Handwerker bis zum Pharao ergreift und alle Lebensbereiche durchdringt, sodass sie nun zum bestimmenden Faktor der Lebensführung wird und auch die von Haus aus säkulare Gattung der Lebenslehre beherrscht, wie die Lehre des Amnemope zeigt. Also hier sehen Sie ja Texte, Stelen von Handwerkern aus der Medina, literarische Texte und selbst Ramses der Zweite. Also das ist eine die ganze ägyptische Gesellschaft umfassende, erfassende Bewegung. Den Begriff persönliche Frömmigkeit, personal piety, hat James Henry Breasted geprägt und gleich erkannt, dass es sich hier nicht nur um eine kleine Sondertradition von Theben oder gar nur Deir el-Medina handelt, sondern um nichts weniger als die Signatur eines ganzen Zeitalters. Das letzte der Ramessidenzeit gewidmete Kapitel seines Buchs The Development of Religion and Thought in Ancient Egypt überschrieb er als The Age of Personal Piety. Von den späteren, die sich diesem Thema widmeten, sind vor allem Siegfried Morenz und Helmut Brunner zu nennen. Brunner erblickte den Kern des Phänomens in einer neuen Theologie des Willens, die Gott einen freien Willen zusprach, in menschliches Schicksal und in die Geschichte einzugreifen. Morenz dagegen sah darin vor allem ein neues Menschenbild mit dem Schuldbewusstsein, das aus diesen Texten sprach und das in schärfstem Gegensatz zu dem Selbstlob stand, das sonst ägyptische Texte mit autobiografischem Bezug kennzeichnet. Hier spricht zum ersten Mal der Ägypter als Homo Peccator, lange bevor wir diese uns so vertraute Stimme aus biblischen Psalmen vernehmen. Beides, Theologie des Willens und Schuldbewusstsein, gehören natürlich zusammen und bilden zwei Seiten desselben Phänomens, das nun erstens zentral die Lebensführung betrifft und zweitens ins Zentrum der Religion tritt. Es ist der Gott der Theologie des Willens, den sich der Fromme ins Herz setzt.
Und es ist dieser Wille, dem er sich in der Führung seines Lebens anvertraut. Was das bedeuten kann, geht am eindrucksvollsten aus der berühmten autobiografischen Inschrift im Grab des Simhut, genannt Kiki, thebanisches Grab 409, aus der Zeit Ramses II. Hervor, in der es heißt, da bedachte er sich nun bei sich, dass er für sich einen Schützer fände. Und er fand Mut an der Spitze der Götter, Schicksal und glückliche Erfüllung in ihrer Hand. Die Zeit des Lebens, der Lufthauch, stehen ihr zu Gebote. Alles, was sich ereignet, geschieht auf ihren Befehl. Er sagte, ich will ihr mein Vermögen und alle meine Einkünfte geben, denn ich erkenne ihre Mächtigkeit mit meinen Augen, ihre einzigartige Wirksamkeit. Sie hat meine Angst verschwinden lassen und mich beschützt im Augenblick der Not. Sie ist gekommen, Nordwind ihr voraus, da ich sie rief bei ihrem Namen. Ich bin ein Schwacher ihres Ortes, ein Armer und ein Pilger ihrer Stadt. Damit sie reich wird, verfüge ich über mein Vermögen, um dafür den Lebensodem einzutauschen. Kein einziger meines Haushalts soll daran Anteil haben, sondern ihrem Ka soll es in Frieden gehören. Ich habe mir keinen Beschützer unter den Menschen genommen. Ich habe mir keinen Patron unter den Großen gesucht. Kein Sohn von mir ist es, den ich gefunden habe, um mir das Begräbnis zu veranstalten. Alle diese normalerweise sozialen Funktionen übernimmt nun für ihn die Göttin Mut. Über die Bedeutung der Göttin Mut in Themen wäre viel zu sagen, was hier aber zu weit führen würde. Vielleicht nur so viel, dass sie mit der Göttin Sachmet verschmolzen ist, von der in ihrem Tempelbereich 730 Statuen aufgestellt waren, zwei für jeden Tag. Ein monumentaler Kalender, der jeden Tag unter ihren Schutz stellte und vor Krankheit und Unglück bewahren sollte, wofür sie wiederum zuständig war. Sich Mut anzuvertrauen, kam also einer ganz umfassenden Kranken- und Lebensversicherung gleich. Ich habe mir keinen Patron unter den Menschen genommen, sondern Gott NN. Liest man auch in anderen Texten der persönlichen Frömmigkeit. Es handelt sich um eine typische Metapher für die neue Form individueller Gottesbeziehung. Neben anderen Metaphern wie Vater und Mutter, Vater der Waisen, Gatte der Witwe, Zuflucht des Bedrängten, Schutzwehr des Armen, der gute Hirte, der Richter des Armen, der den Elenden rettet vor dem Stärkeren, Arzt, Lotse, Steuerruder und so weiter. Der Fall Kiki zeigt aber, dass die Bezeichnung Patron oder Beschützer mehr ist als eine Metapher. Wer Gott als Vater und Mutter bezeichnet, hat natürlich daneben auch wirkliche Eltern. Wer ihn aber seinen Patron nennt, und dazu gesagt, dass er keinen Patron unter den Menschen gesucht hat, die er meint es wörtlich. Man kann sich diesen Unterschied am Beispiel der biblischen Bundestheologie klarmachen. Wenn der Prophet Hosea, der am Ende des 8. Jahrhunderts wirkte, Jahwe als Bräutigam, Israel als Braut und den Bruch des Bundes als Ehebruch und Hurerei bezeichnet, dann sind das Metaphern, die später oft aufgegriffen werden, besonders von Ezechiel und Jeremia. Wenn aber das Deuteronomium über 100 Jahre später den Bund als einen Vertrag zwischen Jahwe und Israel ausbuchstabiert, dann handelt es sich um ein Modell der Sache selbst. Die Parallele geht aber noch weiter, denn in beiden Fällen geht es um Treue. Ein Ehe-, Vertrags- und Patronatsverhältnis geht man aus freier Entscheidung ein. Hier handelt es sich nicht um eine unaufkündbare Beziehung, in die man immer schon hineingeboren ist. Wie es etwa die traditionelle ägyptische Aufführung der Beziehung von Gott und Mensch sowie Pharao und Untertan gewesen sein muss. Auch hier
kann ich die Zusammenhänge nur kurz andeuten. Das Institut des Patronats geht auf die erste Zwischenzeit zurück, als die pharaonische Zentralherrschaft zerfallen war und lokale Magnaten die Regie, das heißt die Rolle des Versorgers, Verwalters und Beschützers übernahmen. Anders als Pharao hatten diese Magnaten Konkurrenz. Man musste sich entscheiden, bewusst in eine Abhängigkeitsbeziehung eintreten und ihr unbedingt treu bleiben. Wohl dem, heißt es beim Graufürsten Antitiefi zum Beispiel, wohl den, über den ich meine Hand hielt, über den kam nie ein Missgeschick. Aber wehe dem, der sich gegen mich aufwirft, der empfängt entsprechend dem, was er gegeben hat. 850 Jahre später liest man in einem Hymnus an Sobek: Ich will Lob spenden in deinem schönen Angesicht, also das ist ein Krokodilgott, nicht? Ein schönes Angesicht, und deinen Kahl zufriedenstellen Tag für Tag, denn ich habe mich auf dein Wasser gesetzt und mein Herz mit dir erfüllt. Du bist ein Gott, zu dem man rufen kann, freundlichen Herzens gegenüber den Menschen. Wie freut sich, wer dich in sein Herz gesetzt hat, aber wehe dem, der dich angreift. Weil dein Zorn so gewaltig ist, weil deine Pläne so wirkungsvoll sind, weil deine Gnade so schnell ist. Ich habe mich auf dein Wasser gesetzt, mein Herz mit dir erfüllt, dich in mein Herz gesetzt. Diese Wendungen umschreiben die ägyptischen Ideen von Treue und Vertrauen, die dem hebräischen Begriff Emunah entsprechen. Also Treue, Glauben. Da entscheidet sich einer für Sobek, vor allen anderen Göttern, aber auch vor anderen Mächtigen unter den Menschen. So wie die Idee der Treue in der ersten Zwischenzeit eine Vielzahl konkurrierender Magnaten voraussetzt, setzt sie im Zeitalter der persönlichen Frömmigkeit eine Vielzahl profilierter Gottheiten voraus, die alle auf ihre je besondere Weise die Lebensführung ihrer Anhänger bestimmen und begleiten. Mit der persönlichen Frömmigkeit eröffnet sich dem Menschen jenseits der gesellschaftlichen Verpflichtungen eine ganz andere, tragfähigere und enttäuschungsfestere Sphäre der Verbundenheit und Angewiesenheit. Was die Formel "sich Gott ins Herz geben", das Prinzip der persönlichen Frömmigkeit bedeutet, bringt die Lehre des Amenemope auf den Punkt. Da lesen wir: Mache dich gewichtig in deinem Herzen, festige dein Herz, steuere nicht mit deiner Zunge. Die Zunge des Menschen, das ist das Steuerruder des Schiffes. Der Allherr ist dein Pilot, also Lotse. Das Herz, das heißt das eigentliche Selbst des Menschen, als Organ von Trieben, Empfindungen, Bewusstsein, Denken und Planen, das ihn in allem Denken und Planen leiten soll, ist seinerseits auf die Leitung Gottes angewiesen, der es als Lotse auf dem rechten Kurs hält. Wie die beiden bei Amenemope vorhergehenden Strophen gezeigt haben, ist es selbst zu dieser Leitung außerstande, das werden wir auch lesen, weil es die Zukunft nicht kennt und ebenso wenig die Maßstäbe, nach denen Gott über Gut und Böse, Erfolg und Scheitern urteilt und entscheidet. Gott nimmt damit die Stelle ein, die in der klassischen Tradition der Ma'at zugekommen war, als im Inbegriff der Normen der Gemeinschaftskunst, die der Schüler verinnerlichen muss, um sowohl im Leben als auch im Totengericht nicht zu scheitern. Für die Festigung des von Natur aus flatterhaften Herzens ist der Mensch selbst verantwortlich, indem er sich erziehen lässt und die Lehre hört, versteht und beherzigt. Neu aber ist der Gedanke, dass in dem gefestigten Herzen Gott selbst den Lotsen spielt. Nicht das stetige und gefestigte Herz übernimmt die Führung,
sondern Gott. Anstelle der Maat, das heißt Gemeinsinn, soziale Vernunft, verinnerlichte Tradition, Erziehung und Bildung, ist es nun Gott, der das Herz erfüllt und leitet. Damit gehen Amenemope und die Bewegung der persönlichen Frömmigkeit, die er vertritt, einen entscheidenden Schritt hinaus über die traditionellen Erziehungslehren. Indem Amenemope die Lenkungsfunktion des Herzens Gott anheimgeht, stellt er ganz im Sinne der biblischen Weisheit Gottesfurcht über alles Erfahrungswissen. So lesen wir in der Bibel, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das steht auch in zahllosen deutschen Gymnasien. Also auch in meinem Gymnasium in Lübeck stand das. Timor Domini Initium Sapientiae. Wenn man da zum Rektor kommen musste über dem Eingang. Hier wird nun auch zum ersten Mal klargestellt, dass der Gott die Lebensführung des Menschen nach ganz anderen Maßstäben lenkt und beurteilt als die Gesellschaft, deren Maßstäbe der Einzelne als die Gesetze der Maat verinnerlicht hat. Der Gott ist immer in seinem Erfolg, der Mensch aber ist in seinem Versagen. Eines sind die Worte, die die Menschen sprechen, ein anderes ist das, was der Gott tut. Sage nicht, ich habe keine Sünde. Und strebe nicht nach Aufruhr. Die Sünde, sie gehört dem Gott. Sie ist mit seinem Finger besiegelt. Es gibt keinen Erfolg bei dem Gott. Und es gibt kein Versagen vor ihm. Damit sind nun Gott und die Götter zu einem zentralen Thema auch der Weisheitsliteratur geworden. Sie bilden hier nicht mehr den fernen Horizont der menschlichen Lebensführung, sondern ihre unmittelbare leitende Instanz. Es scheint, als habe sich in der ägyptischen Religionsgeschichte eine tiefgreifende Wende vollzogen. Die Fragen der rechten Lebensführung, die ursprünglich in den Bereich der profanen Weisheitsliteratur gehörten, sind nach ersten Vorläufern im Mittleren Reich in der 18. Dynastie mit der Ramessidenzeit, also ab, sagen wir mal, 1300, ins Zentrum der Religion, der Gott-Mensch-Beziehung gerückt. Für diesen Befund gibt es zwei Erklärungen. Die eine vertritt vor allem John Baines. Er deutet diese Wende als ein Diskursphänomen. Was sich gewandelt hat, sind nicht die ägyptischen Vorstellungen von Religion und Lebensführung, sondern die Regeln ihres zu Schrift und Sprache Kommens, die er unter dem Begriff Dekorum zusammenfasst. Mit diesen Regeln ist in der Tat zu rechnen. Die Tatsache zum Beispiel, dass nur aus der Ramessidenzeit Liebes- und Haufnerlieder überliefert sind, heißt natürlich nicht, dass nur in dieser Zeit solche Lieder entstanden sind und zum festlichen Gelage erklangen. Hier herrschen eindeutig andere Regeln des Dekorum, die Aufzeichnung solcher Texte gestattet. So könnte er sich auch mit den Texten der persönlichen Frömmigkeit verhalten. Die andere Erklärung, die ich selbst vertrete und die alles andere als originell ist, versteht das Phänomen als Ausdruck einer mentalitäts- und religionsgeschichtlichen Wende, die nach Anfängen im mittleren und frühen Neuen Reich in der Ramessidenzeit zum vollen Durchbruch kam. Wenn diese Deutung das Richtige trifft, dann liegen hier die Anfänge einer Entwicklung, die sich im Alten Testament fortsetzt und in deren Tradition auch wir mit unserem heutigen Verständnis von Religion und Lebensführung stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir haben sehr herzlich zu danken. Wir haben jetzt die Gelegenheit zu fragen. Vielleicht möchte ich mit einem kleinen Teil anfangen. Es hat ja was
könnte man sagen, elementar Erschreckendes, dass im Ägypten des Mittleren Reiches mit dieser Vorstellung des Totengerichtes Menschen sich als perfekt darstellen müssen, weil das ja unmittelbar diese Vorstellung wachruft, ja, wie ist es denn, wenn ich nicht so perfekt bin, wie sehr muss ich Theater spielen? Und da möchte ich an ein Stück erinnern, die mit bei der Kopenhagen-Exkursion dabei waren, werden sich vielleicht daran erinnern. Da gibt es ja diese Stele von diesem General Antef aus der 11. Dynastie. Und da steht, finde ich ganz, ganz bemerkenswert, dieses, dass meine Sünde von mir abgewischt wird. Das ist ja einer der frühesten Zeugnisse für diese Vorstellung vom Totengericht, was, glaube ich, Jean-Jacques Clair schon ziemlich gut erklärt hatte. Und da wäre praktisch diese Sache, dass man ihrer Entwicklung diese Phase noch vorschieben kann, dass für einen ganz kurzen Moment in der ägyptischen Mentalitätsgeschichte sich so ein Zeitfenster, das dann eben schnell wieder geschlossen war, geöffnet hatte für diese Integration des Sündenbewusstseins, wo man dann aber doch lieber auf die sichere Bank gesetzt hatte und sich als schuldlos dargestellt hatte. Ja, das wäre so Zwischenkommentar und Frage angelegt. Ja, also vielen Dank. Das ist natürlich ganz wichtig, passt auch im Grunde gut in mein Konzept, dass das die 11. Dynastie ist. Also eine Zeit, in der diese alles dominierende Stellung des Königtums geschwächt war und in der neue Ideen hervortraten. Aber es ist so, dass diese ägyptische Idee des Totengerichts bei allem Erschreckenden, was die Vorstellung hat, dass man so frei von Sünden sein muss, um da zu bestehen. Da gibt es mildernde Umstände. Also da wird ja, wie Sie wissen, das Herz des Verstorbenen abgewogen, von der Standwaage mit zwei Waagschalen gegen eine Straußenfeder, nicht? Das Symbol der Maat. Und das Herz darf nicht schwerer werden. Das ist schon kunststücklich, also eine Straußenfeder ist ja also federleicht. Und dazu muss der Tote diese Liste der 80 Sünden aufsagen, die wir gesehen haben, und beteuern, sie nicht begangen zu haben. Und mit jeder Lüge würde die Waagschale mit dem Herzen sinken. Und das ist nun kaum zu schaffen. Was muss man da beteuern? Ja? Ich habe keine Tränen verursacht. Ne? Also das geht ja noch weit über die 10 Gebote hinaus. Nicht? Also, da heißt es ja nicht etwa, du sollst keine Tränen verursachen. Und also das ist schon sehr, sehr differenziert. Und da sieht man aber, dass da hilfreiche Götter im Spiel sind. Also da ist der Gott Anubis an der Barke zugange und sieht zu, dass die Waagschale mit dem Herzen oben bleibt. Ja, er stützt sie so ein bisschen. Und es gibt auch mildernde Umstände. Also da gibt es den Gott Shai, der vertritt die Lebenszeit. Das ist natürlich auch eine Frage einfach der Lebenszeit, die der Tote gehabt hat, um nur ein tugendhaftes Leben zu führen. Vielleicht ist er jung gestorben. Und dann gibt es die Göttin Renenet. Das ist die Erntegöttin, ja, Ernte. Das ist die Göttin der Erfüllung. Also hat er das, was er gesät hat im Leben, hat er das ernten können. Wurde ihm da die Erfüllung seiner Wünsche zuteil und seines Studiums hat er das anwenden können, so wie unser einer. Nicht? Hat ja einiges investiert, um dann irgendwie sich nützlich zu machen im Leben.
hat er diese Chance gehabt, gab es Erfüllung. Und dann gibt es da auch die Göttin Meschenet. Und das ist die Personifikation des Geburtsziegels. Also in Ägypten, da wurden die Kinder von den Müttern im Hocken geboren, die hockten sich da auf einen Ziegel und die Armen, die holten das Kind dann, empfingen es, als es dann herauskam. Meschenet ist eben die Personifikation des Geburtsziegels und damit auch die Personifikation der Anlagen, ja, die einer mitbringt. Also der Talente, die einer hat, der Begabung. Und das ist auch ein mildernder Umstand. Also wenn er völlig unbegabt war, dann konnte er sich auch nicht so verdient machen, dass die Waagschale mit den guten Taten nun so hoch blieb. Also die Ägypter haben da einiges getan, dass auch die Unvollkommenen durchkamen. Und dann, das habe ich ja vorgelesen, der Tote, der diese Halle, diese Gerichtshalle betritt, der beschwört zunächst einmal die Totenrichter, ihn zu retten, ja, und nicht nur zu richten. Also ganz so schlimm ist es nicht. Und immerhin ist es erstaunlich, dass diese Idee des Totengerichts unangefochten bis in die Spätheit, da gibt es ja im Grab des Petrosiris großartige Texte darüber, also über das Thema Religion und Lebensführung, da würden Sie in Ottos Spätzeitbiografie noch viele herrliche Texte finden, vor allem dieser Petrosiris. Und das, da sind wir dann im 4. Jahrhundert vor Christus, also schon sehr, sehr spät. So lange hält sich das durch und die Ikonografie, also die Standwaage mit den beiden Waagschalen, die geht auch in die christliche Ikonografie ein. Da ist es der Erzengel Michael, der diese Waage hält und da gibt es Bilder, die das darstellen, ja, das jüngste Gericht. Und es ist eben nicht nur das jüngste Gericht, sondern es ist auch das individuelle Gericht nach dem Tod. Gibt also im Christentum auch diese Vorstellung mit der Waage. Ja. Ja, Frank Förster ist bereit, weite Wege zurückzulegen. Also Wortmeldungen sind auch gerne in den hinteren Reihen möglich. Um das Eis zu brechen, fange ich mal an. Herr Aßmann, vielen Dank für den Vortrag. Mir ist so ein bisschen die Frage gekommen, oder eine Frage, die ich eigentlich auch schon seit längerem mir selber stelle, dass mit diesem Bruch der Amarna-Zeit eben auch eine große Kreativität sich bahnbrechen konnte. Und die persönliche Frömmigkeit kann man ja als einen Teil dessen sehen. Und mir schwebt so ein bisschen die Frage vor, was für neue Ausdrucksformen waren dann möglich? Also ich meine die persönlichen neuen Findungen von Ausdrucksformen, wenn man sich selber Gott annähern wollte. Vieles ist ja im alten Ägypten standardisiert, das kennen wir alle als Studenten und Liebhaber, Amateure im besten Sinne der Ägyptologie, dass sehr viele Sachen standardisiert sind, sich wiederholen, phrasenartig sind. Und hier fängt ein Bereich an, wo teilweise zumindest neue Ausdrucksformen gefunden werden. Inwieweit, also mich interessiert da mehr das Persönliche als die Frömmigkeit in der Kombination dieses Begriffspaares. Und wir haben hier im Ägyptischen Museum ein ganz schönes Stück, was so als Beispiel für diese Kreativität, persönliche Kreativität dienen kann. Sie kennen es auch ganz gut, Herr Morenz hat es ja publiziert, Wo bleibt Mut? Diese Steinplatte, die aus zwei Seiten besteht, eine Vorderansicht, die dem Kanon folgt, die standardisierte Darstellung eines Königs vor nur zwei Gottheiten zeigt, wo es eigentlich drei sein müssten, nämlich die thebanische Göttertriade. Und die Mut, die bei Mut, Amun, Mut und Chons da sein müsste, fehlt in dieser Vorderansicht. Deswegen habe ich unsere Vitrine nochmal hier so herbeigerückt, um das nochmal zu zeigen. Die Mut findet sich aber auf der Rückseite, sozusagen verklausuliert in Gestalt eines Löwenkopfes.
der eine natürliche Form im Stein aufgreift, die ist dann ausgearbeitet worden. Also da sieht man ganz konkret diese persönliche Kreativität, etwas zum Ausdruck zu bringen, was irgendwo angelegt ist im Stein, aber was man eben kreativ herausarbeitet. Ergänzt wird die Rückseite durch drei kleine Ohren. Das ist ja auch ein ganz spezifischer Ausdruck der persönlichen Frömmigkeit in vielen Darstellungen bei Stelen und anderen größeren Denkmälern, dass man mit dem Bild eines Ohres das Zuhören der Gottheit evozieren möchte. Und davon finden sich eben auch drei kleine ebenso auf der Rückseite und kombinieren das Bild drei Gottheiten, drei Ohren, so kann man es zumindest interpretieren. Also hier haben wir meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach ein schönes Beispiel für die Kreativität, die im Rahmen dieser persönlichen Frömmigkeit auftreten kann. Kennen Sie da noch andere Beispiele oder welche Beispiele einer persönlichen Kreativität in diesem Zusammenhang würden Sie highlighten? Ja, danke. Also das ist also gewissermaßen die Signatur der persönlichen Frömmigkeit, dieser Individualität der Texte. Also einen habe ich Ihnen vorgelesen von diesem Sebut Kiki, Grab 409 in Themen. Das ist absolut ungewöhnlich. Der fängt an, es war einmal ein Mann, im südlichen Heliopolis, das ist Theben, also völlig narrativ, so wie eine Märchengeschichte. So fangen keine Autobiografien an, die fangen eher an wie Baki, nicht? Ich war ein Edler. Also hochoriginell, wie diese ganze Vermögensverfügung eben doch sehr originell ist, sich da einer Gottheit zu überschreiben. Und das ist natürlich, also diese Mutstil ist natürlich ein wunderbar, passt da wunderbar dazu. Denn ich habe das ja erwähnt, diese Sachmet Statuen. Nicht? Also Sachmet ist eine Löwin, die mit Mut gleichgesetzt wird. Und dieser Löwin hat sich eben dieser Kiki die Mut verschrieben. Ja, und da gibt es andere herrliche Beispiele. Also ich kann die Ihnen jetzt natürlich nicht auswendig rezitieren. Aber zum Beispiel die Stele des Nepre im Berliner Museum. Also wenn Sie mal in meine Hymnen und Gebete einen Blick werfen, da habe ich gesammelt an persönlicher Frömmigkeit, an Texten, die mir irgendwie in die Quere kamen. Das ist eine ziemlich umfassende Sammlung. Und die ist so voll origineller Gedanken. Also ich würde tatsächlich Ihnen vollkommen recht geben, dass es die Amarna-Zeit war, die da etwas freigesetzt hat. Was bis dahin möglicherweise durch dieses John Baynesche Dekorum blockiert war. Und die Amarna-Zeit mit ihren sowohl ikonografischen als auch textlichen Verboten. Ja, da waren ja bestimmte Bilder, zum Beispiel der Zen-Priester, ja, das war verboten, wurde ausgehakt, systematisch in Theben, in den Gräbern vor der Amarna-Zeit, der Zen-Priester, dieser Priester im Leopardenfell, systematisch ausgehakt. Ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Andere Aushackungen kann man gut verstehen. Also der eigentliche Feind von der Amarna-Theologie war der Gott Amun. Dessen Name wurde also ausgehakt, wo immer die Soldaten von Echnaton, die er damit beauftragt hatte, nur hinkamen. Ja. Und so natürlich auch die Bilder. Und die verschwanden einfach aus der kanonisierten Ikonografie, also Stichwort Dekorum. Und dann erlebt man da nach der Amarna-Zeit einen wirklichen Dammbruch. Ja, das ist unglaublich. Diese Darstellung von Gottesverehrungen
in den Privatgräbern der Tote vor einer Gottheit, ja, also in Ramessinengräbern, über und über. Also eine Überschwemmung von Bildgedanken, die also nicht nur in Amarna, sondern überhaupt auch schon vorher eigentlich undenkbar war. Das brach sich nun Bahn. Und ich habe ja angedeutet, dass diese persönliche Frömmigkeit als eine Bewegung als eine ihrer Wurzeln diese Amun-Feste in Theben hat. Ja. Also diese Amun-Prozessionen, Opet-Fest, Min-Fest, Talfest, diese drei großen Prozessionsfeste in Theben, zu denen das ganze Land zusammenströmte, die waren so gewissermaßen die Wiege der persönlichen Frömmigkeit. Und das wurde in Amarna eben blockiert, gestoppt. Und umso stärker war dann dieses sich Bahnbrechen danach, das ja in Theben tatsächlich bis zur Errichtung des thebanischen Gottesstaates führte. Also es ist in einer logischen Linie, dass Gott eigentlich der Herrscher ist. Darf ich da noch eine kurze Frage anschließen? Weil die Amarna-Zeit in meinen Augen, nach meiner Wahrnehmung, hat aber auch ein Potenzial nicht nur ausgelöst, also im Sinne dieses Dammbruches, den Sie beschrieben haben, sondern hatte schon eine Revolution auf künstlerischem Gebiet mit sich gebracht. Also eine Freiheit der neuen künstlerischen Ausdrucksform, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, sowohl textlich als auch ikonografisch. Da sieht man ja unter Echnaton Dinge, die ganzen Talatat-Darstellungen, die sind ja voller ungewöhnlicher Szenen und eben auch Dinge, die halt vorher verboten waren oder die kanonisiert waren, wurden aufgelöst. Und ich glaube, das ist aus ägyptischer Sicht wohlgemerkt ein positives Erbe gewesen, auch wenn man sich dessen vielleicht nicht bewusst gewesen ist, dass diese neue Freiheit der Kunst dann eben auch zu einer anderen Dammbrechung führen konnte in Richtung der persönlichen Frömmigkeit, beziehungsweise die bereichert hat durch die Ikonografie. Ja, es leuchtet mir sehr ein. Also die Amarna-Hymnen, die sind ja von einer großen literarischen Qualität. Also das erinnert ja in manchem an Franziskus von Assisi, also die Beschreibung des Wirkens Gottes in der Natur und der Resonanz seines Wirkens im Leben der Geschöpfe und so weiter. Und es ist ja auch kein Zufall, dass also ein großes Stück aus diesem Amarna-Hymnus in den 114 Psalmen eingegangen ist. Das ist also nicht nur eine Frage von Zensur und Lizenz, sondern auch eine Frage von Anregung. Ich habe mir ja viel Gedanken darüber gemacht, wie die Amarna-Zeit eigentlich von den Ägyptern empfunden wurde. Und habe mich da zu der These verstiegen, dass das in Ägypten eine traumatische Erfahrung war. Und und dass das auch der Grund ist, warum sie so lange in einer fast schon unbewussten Erinnerung fortlebte. Also dafür gibt es diesen Bericht bei Manetho von den Aussätzigen, den Josephus Flavius überliefert hat. Da gibt es aber auch diese eigenartige Theorie in der Spätzeit, die Diodor beschreibt, eine Deutung der drei Pyramiden als als
Amasis, die eine gehört Amasis, das ist also Achmose, die andere gehört Harmachis, das ist Haremhab, und mein Gedächtnis. Nein, ich habe es nicht. Also ist es so, dass die drei Pyramiden drei Überwindern zugeschrieben werden. Amasis, der Überwinder der Hyksos. Ach ja, die dritte Inaros. Also Amasis, der Überwinder der Hyksos. Harmachis, Haremhab, der Überwinder der Amarna-Zeit. Und Inaros, der Held gegen die Assyrer. Das sind also drei, sagen wir einmal, traumatische Erfahrungen. Drei Zerstörer der Religion, die dann von diesen drei Helden überwunden wurden, denen die drei Pyramiden. Ja, das ist eine interessante Theorie, die natürlich vollkommen falsch ist, aber die zeigt, dass da doch eine Erinnerung an die Amarna-Zeit lebendig blieb, nicht? Über 1000 Jahre hinweg. Und das hängt damit zusammen, dass es eine traumatische Erfahrung war. Und das heißt, dass ich eben in dieser Erfahrung auch eine Sprache und eine Topik der Klage entwickelt. So wie eben in diesem Graffito des Pavach, im Pariri-Grab, diese Klage, diese Sehnsucht, nicht, eines Amun-Verehrers nach seinem Gott. Also auch in diesem Sinne hat die Amarna-Zeit kreativ gewirkt. Und vor allen Dingen natürlich im Sinne der Individualisierung, dass das also nicht, dass sowohl in der Grabdekoration als vor allen Dingen natürlich in der Textkomposition sich ganz andere Freiheiten zeigten. Ja. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe trotzdem eine Frage. Ich verstehe nicht so ganz, wie sich das Ganze verändert hat. Wenn man ganz zurückgeht, im Beginn, soweit wir zurückschauen können in die ägyptische Geschichte, gab es meines Wissens nur einen Gott. Und dann hat sich mit der Zeit entwickelt, dass immer mehr Götter entstanden sind. Und Sie setzen da, weiß ich, um 1100 oder 1300 irgendwo an. Können Sie auch so einen erklären, warum das entstanden ist? Mir ist das nicht so ganz klar. Also so ist es nicht, dass es am Anfang nur einen Gott gegeben hätte. Also wir haben ja diese ganzen Inschriften des Alten Reichs, diese unendlichen Gräber in Giza und Saqqara mit Priestertiteln. Und das sind Priester von allen möglichen Göttern. Also und dann haben wir die Pyramidentexte. Und da ist auch eine Fülle von Göttern aktiv. Aber es ist vollkommen klar, dass der Sonnengott in diesem Pantheon eine sehr dominierende Rolle spielt. Also es gibt etwas, was mein Freund Erik Hornung immer bestritten hat. Und es gibt, und vor allem natürlich Emma Brunner-Traut immer bestritten hat, es gibt eine Art von Zentralperspektive in der ägyptischen Religion. Da gibt es eben einen Gott, der Sonnengott und Re, der nicht nur über die anderen Götter herrscht, sondern der sie auch, da gibt es ja diese Gattung der Gliedervergottung, dass also alle Glieder, alle Körperteile Göttern zu. So gibt es auch der Topos, dass der Gott Atum in seinen Gliedern im Grunde das ganze Pantheon verkörpert. Und also das ist das, was ich mal diese Zentralperspektive nenne. Und das wird immer stärker.
setzt sich immer stärker durch in der ägyptischen Religion. Das sieht man eben so deutlich, wenn man sich mit Hymnen beschäftigt. Da wird dieser höchste Gott immer als der eine oder sogar der eine einzige, Wa'u, der eine, der einzig ist oder der allein ist, gepriesen und kein anderer wie er, kein anderer neben ihm, es gibt keinen anderen. Also eine Art, diesen Gott herauszuheben, ja, von allen anderen, die schon geradezu monotheistisch klingt. Es ist eher umgekehrt. Je weiter wir zurückgehen in der Geschichte, sehr viel weiter als, sagen wir mal, die 5. Dynastie kommen wir da nicht mit den Quellen, mit den Gräbern. Aber da haben wir eine Fülle von Gottheit, von Kulten, ja, von Kulten, Priesterkulten und Priestertiteln. Diese Einheitsperspektive nannte, die wird in der Geschichte immer stärker. In der Amarna-Zeit kommt es eben dann zu einem richtigen Umschlag. Da gibt es nur noch den Sonnengott. Auch deswegen, weil die anderen Götter so weit an Bedeutung verloren haben, weil so viel, sagen wir mal, in Ganghaltung der Welt von der Sonne geleistet wird, dass man die anderen Götter gar nicht mehr braucht, um das sozusagen Funktionieren des Kosmos zu erklären. Und deswegen hat Echlaton da einfach Schluss gemacht mit den anderen. Aber in der Antwort auf diesen religiösen Umsturz, da kommt es in der Theologie der Ramessidenzeit und vor allen Dingen in der Amun-Theologie nun zu einer noch viel stärkeren Betonung dieser Zentralperspektive. Also der Gott Amun, der für alles zuständig ist. Die anderen Götter, die werden dann seine Namen, seine Schatten, also werden ihm irgendwie untergeordnet. Das war so ein Thema zwischen Erik Hornung und mir. Er sagt, also wenn es etwas in Ägypten nicht gibt, dann gibt es keinen Supergott hinter den Göttern. Aber genau das ist diese ramessidische Amun-Theologie, ein Supergott hinter den Göttern. Ein Gott, der sich in den anderen Göttern irgendwie so wie in farbigem Abglanz bricht. Die vielen Götter sind die Form seiner innerweltlichen Manifestation. Da kommt es zu dieser Form von Pantheismus, der sich eben vor allen Dingen in diesen Amun-Hymnen ausdrückt. Ja, wie oder wurde das Thema der Theodizee behandelt im Bereich der persönlichen Frömmigkeit, also in Bezug auf den Supergott Amun? Musste der sich der Theodizee-Frage stellen, der Gott? Also inwiefern wurde diese Frage beantwortet, nach der Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes? Das meinte ich. Oh ja, das sind so Fragen, ja. Also um die Theodizee ging es ja in diesem Vorwurf an Gott und in dem Hymnus des Merikare und des Sargtext 11.30, da geht es um Theodizee, die Rechtfertigung Gottes. Und warum lässt Gott das Unrecht zu? Und das ist ein Thema, das, soweit ich weiß, im Neuen Reich nicht mehr vorkommt.
Nun sind diese Mahnworte des Ipu Wel ja auf einem ramessidischen Papyrus überliefert. Und ausgerechnet auf einem Papyrus, auf dessen Rückseite, ich weiß nicht, was Verso, was Recto ist, jedenfalls auf der anderen Seite stehen Amun-Hymnen. Und das zeigt ja, dass der Vorwurf an Gott in dieser Zeit durchaus noch eine Rolle spielte. Also in der literarischen Überlieferung war dieser Text präsent. Aber in den Amun-Hymnen, das ist der Papyrus Leiden, der ist von Jan Sande publiziert worden, in mehreren Bänden, ein ellenlanger Text. Da ist von Theodizee, soweit ich sehe, keine Rede. Also nur auf der Vorderseite in den Admonitions, aber nicht auf der Rückseite in den Amun-Hymnen. Da ist es immer völlig unangefochten, die Gerechtigkeit Gottes, Gott als eine ethische Instanz, der dafür sorgt, dass das Böse bestraft wird, das Gute belohnt wird. Das gehört so zu den Fehlanzeigen, die man als Ägyptologe halt zugeben muss. Nicht? Umso toller, dass es diese Admonitions gibt. Herzlichen Dank.